Stress dich so am Start. EBS. Hab die Herzen jung parat. EBS. Trink ich blutig und gemein. EBS. Du musst das Wrestling Business sein. EBS. Ja, die Wrestling Show am Start. EBS. Hab die Herzen jung parat. EBS. Trink ich blutig und gemein. EBS. So und den Abend genießen. Schön, dass ihr da seid. So. Ja. Also, wie gesagt, es ist immer wieder toll, hier in Herning zu sein. Wenn man sieht, die Halle ist voll, auch bei dem Wetter. Ich will kurz mal sagen, die letzten 2 Jahre waren eine schwere Zeit für euch, für uns. Wir haben versucht immer zu veranstalten. Heute, genau vor einem Jahr, haben wir Corona-mäßig ein Open Air machen müssen. Das hat damals da draußen auf der Wiese stattgefunden. Umwetterwarnung und alles. Genau wie heute, bloß hatten wir Glück. Und das Wetter ist erst gekommen, wo wir fertig waren. Heute ist das Wetter, Gott sei Dank, jetzt schon das Grobere rüber. Und trotzdem schön, dass ihr heute alle da seid. Danke und ich wünsche euch eine schöne Show. Und jetzt wünsche ich Bernhard Brüff zum Ring. Schmankerl für euch in unserem Main Event, ein Three Stages of Hell Match um den EWS Hardcore Champion Titel. So, reden wir gar nicht dran, lang drum rumreden. Legen wir los, habt ihr Bock? Im Ring den Hintern für euch auf. Und jetzt brauchen wir natürlich noch jemanden, der dafür sorgt, dass das Ganze hier mit rechten Dingen zugeht. Unser Ringrichter, die geilste Glatze von Erding, André! Yeah!
dann starten wir durch mit unserem ersten Match. Es geht los mit Tag Team Match. Mach die Musik auf! Hey, das ist nicht unsere Musik! Mikrofon her! Hier, danke schön. Nein. Hey, schau, man kann nicht hören. Hey, man kann nicht hören. Hey, man hört mich in dieser Halle. Was ist denn los mit den BS-Fans, hä? Ja, komm, du. So, auf geht's, was ich mach's heute kurz, ja? Nachdem wir das letzte Mal in Dingolfing von euch allen schon ausgeputzt worden sind. Haben wir heute zwei. Nein. Heute Wir haben uns heute eine Sache überlegt. Wir haben diesen Freund dabei. Wir werden heute aussprechen können, das kann ich euch versprechen. Und wir sind heute im Opener. Ja, im Opener erzähle ich, warum wir heute im Opener sind. Nun ja, im Prinzip, wir sind heute in Erding, leider. Und, naja gut, im Opener haben wir halt noch die Chance, euch zu erwischen, wenn ihr euer Alkoholpegel noch nicht durch die Decke geschossen habt. Sorry. Was soll ich sagen? Erstmal die Musik verkacken. Oh, wisst ihr, was wir auch verkackt haben? Was ist los mit euch? Das war ein Kopfhörer. Ich hab das doch hier bei dem Gerät. Auf jeden Fall kriegt ihr gar nichts geschissen, Mann. Wo sind unsere scheiß Gegner eigentlich? Das kann ich euch versprechen. Get on my level! Come on! Yeah!
Du hast ihn, du hast ihn! Du hast ihn! Ja. Come on, Alex!
This is your guy! This is the one! Watch out for him! Ja, Leute, das war ein toller Sieg von Alex Six und Ragnar Alva. Ja, Jungs, was war denn eigentlich im Match los? Was genau willst du von uns hören, Simi? Wie, was war da draußen los? Absolute Scheiße ist da draußen passiert. Es war ein Fehler, der Fehler kommt nicht nochmal vor und fertig. Das ist der Punkt. Im Vergleich zu diesen ganzen Proleten da draußen, wir haben ein Mindset hinter dem, was wir tun. Ja, wir lernen aus Fehlern und kommen besser zurück. Noch irgendwelche Fragen oder können wir uns aus diesem Drecksloch jetzt verpissen? Also, um ehrlich zu sein, hätte ich noch eine Frage. Was meintet ihr eigentlich mit dem Gebrochenen im Match? Simi, ich glaube, dir geht's so gut, oder? Stellst solche Fragen? Eines Tages wirst du es verstehen. Eines Tages, vielleicht, nur vielleicht. Aber bis dahin, wir hauen ab. Wir haben die Herzen jung parat. Dreckig, blutig und gemein. So